Ah, früher morgen ist jetzt nicht, ne? Ach so, das ist ja noch mal. Ah, The Glen. Machen wir doch, oder? Zack. Mal kämpfen wir. So, wie kommen wir da hier raus wieder? Ah, hier, ne? Ne, Quatsch. Ah, hier. Ne, hallo. Ah ja, ich verstehe. Ist ja gut. Wow. Müssen wir echt? Noch eins, sehr schön. Super. Ich muss jetzt irgendwie nochmal zu einer Straße, oder? Hä? Ja. Ich habe Orientierungssinn. Klar habe ich Orientierungssinn. Ja, sicher habe ich Orientierungssinn. Hey, das haben wir doch gerade. Ah, okay. Manchmal ist Verlaufen gut. Das nehmen wir immer mit. Da haben wir ja noch ein paar. So. Scheiß Stadt. Ja, ich komme. Was? Ist das mein Auto? Okay, warum? Ah, von hinten geht es ja noch. Nimmt das wirklich ernst, ja. Oh Mann, Leute. Irgendwann kann ich das Ding nicht mehr nutzen. Ja, will ich doch gar nicht. Hör mal. Was? War da irgendwas? Nee. Ja, hier sind jetzt Pfeile, super. Alter, ist der kaputt. Until the end, we shall irgendwas. Also, ich finde das Spielgefühl schon okay. Nein, ich mache mich hier nicht selber froh. Es ist wirklich so, Alter, wie fährst denn du? Überfall im Gange, kannst mich mal. Irgendwann machen wir das. Nach dem Kampf holen wir uns die Belohnung ab.
wann muss ich abbiegen? Das dauert ewig, bis man das sieht. Was willst du? Du hast gesagt, du suchst einen Job. Und ich habe einen. Das ist doch kein Job. Hast du dir überlegt, was aus uns wird? Bin zum Kämpfen hier. Das bin ich. Der älteste Hijo de Puta im Glen. Und der mieseste Vater in Night City. Ich weiß, was ich tue. Vertrau mir. Mit dir rede ich nicht. Erst verschwendest du ein Vermögen für Krom und jetzt? Ach, ich gebe auf. Richtig. Prügel ihm etwas Vernunft für mich ein, ja? Er hat eine Lektion nötig. Michaela. Michaela, warte, Gott verdammt. Okay. Hör zu, ich brauche Geld. Viel und schnell. Darum nehme ich nur ernsthafte Wetten an. Ist okay. Ich setze meinen Wagen. Leg die gleiche Summe Cash auf den Tisch oder vergiss es. Wir versuchen es. Gut, ich setze den Wert ein. Deal? Deal. Auf geht's. Nur bloße Ende, klar? Zieh dir keine Monodrähte oder Mantisklingen aus dem Arsch, hörst du? Ja. Klar. Ich sag's ja nur, weil der letzte Typ mich mit Longspurs überraschen wollte. Mhm. Egal. Bist du bereit? Ja. Yep. Bereit für den Kampf. Nur einer. Sei vorsichtig. Ich mach ernst. Sag mal, der hält ja alles aus. Konzentrier dich. Alter. Lass mal auf mit dem Scheiß. Ich glaub, du hast genug, was? Hä? Ja. Was? Naja. Nee, das machen wir nicht. Das ist Quatsch. Da haben wir so keine Chance. Mhm. Nein. Ja. Was können wir noch machen? Machen wir das. Mhm. Ja, und jetzt? Ja, haben wir doch. Ja. Hallo. Also das ist auch nichts. Machen wir das. Dankeschön. Oh Mann.
der lässt ja wirklich nichts zu und wieder ewig lang fahren. Aber naja, dieser Kampf, das wäre zu teuer geworden. Weil Kohle habe ich echt noch nicht genug. Ich frag dich nicht, nein. So. Komm, lass mich doch einfach mal wenigstens 2 Kilometer davon einfach geradeaus fahren. Du auf mich ernsthaft? Überfall im Gange. Lass mich in Ruhe. Das ist zwar geradeaus, aber nicht einfach geradeaus. Ah. Das ist gar nicht geradeaus. Na, da, na gut, ist okay. Ich krieg eine Belohnung, die holen wir jetzt ab. Keine Ahnung. Hallo. Radio. Ah, komm, lass los. Oh. Das Auto ist eh hinüber. Ja. Es dürfte ja eigentlich nur geradeaus gehen, oder? Okay, das ist die Gegenspur. Jetzt, ja, das ist zu heftig für mich. Alter, könntest du das bitte sein lassen? Ich hätte vielleicht so einen Schnellreisepunkt nehmen sollen. Mich jetzt auch von der Seite rammen, ja, danke. Ah, ja. Das machen wir einfach nicht. Ey, das machen wir einfach nicht, habe ich gesagt. Jetzt. Dann da. Ich habe eine Idee. Wildes Geschrei im Totentanz ist keine Schlagzeile wert, wie. Vielleicht übt er bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Oder es ist was viel Schlimmeres. Solltest du mal checken. Ja. So, die verfolgen wir. Trotzdem. Was? An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen.
Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Machen wir. So, jetzt gehen wir wieder da rein, weil ich will jetzt... Nein. Na, hallo? Ja. So, wo ist diese Klinik? Was ist denn jetzt schon wieder? Na super. Wie viele 50 Meter sind denn das? Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, aber egal. Nee, wo soll ich hin? So. Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall, wie man's nimmt. Was hast du so? Such was aus. Ja. Was kann ich mir denn aussuchen? Warte mal. Warte. Ich muss mir das mal ganz genau angucken. Was heißt das? Was heißt SC? Da ist es also nicht. Ja, ich dachte, ich krieg was umsonst. Ich dachte, ich krieg irgendwas umsonst. Kannst du mir das bitte mal... Willst du mich verarschen? Kannst du mir das bitte mal ganz kurz erzählen? Das heißt, wie Belohnung abholen. Oder eine Belohnung von Ripper Doc.
Kannst du mir das bitte mal erklären? Wir machen das beim nächsten Mal. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Wir enden jetzt einfach mal hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die 2 Stunden haben wir. Und was der Auftrag jetzt tatsächlich soll, das sehen wir dann gleich, ne? Jo, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.